Du bist angekommen. Nach einer langen Reise in eine verbotene oder eine uneinladende Wildnis. Achso, nachdem du eine Reise hinter dir hattest in eine uneinladende Wildnis, ist dein rauer Weg zu Ende. Deine Gruppe aus 7 macht sich hier bereit, einen Außenposten. Also die ganze Geschichte wurde etwas aufgedröselt. Zum Beispiel, dass es nicht, dass das Spiel nicht weiß, wer jetzt hier angekommen ist, ob es Zwerge sind, Gnome, Kobolde, Orkkrieger, Nekromanten, Dämonen könnten wir auch spielen. Ja. Also, Strike the Earth. A devil figures in your way. Genau. Dann legen wir mal los. Jetzt braucht er wieder zum Laden. So, da sind wir angekommen. Es ist erstmal pausiert. Und wie man sehen kann, das hier ist unser Hermit geworden. Und die anderen sind jetzt als Woodworker gekennzeichnet, aber nicht mehr lange. Und das hier sollen unsere Hunde sein. Okay, unsere Hunde. Wo ist unsere Katze? Eins, zwei, drei, vier Hunde. Ich sehe keine Katze. Units. Pets Livestock. Stray Cat. Zoom Location. Ah, da ist unsere Katze. Okay, also unsere Katze sieht wie eine Katze aus. Okay, der Hund sieht auch wie ein Hund aus. Kann ich man hier ranzoomen? Oh, das war falsche Richtung. Ja, das soll ein Hund sein. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist irgendein Vogel, aber das soll ein neues Hundesymbol sein. Ja. Das war zu nah, das ist zu weit, das müsste die richtige Größe sein. So, okay, wenn ich jetzt die Pause wegmache, dann werden jetzt gleich die Woodworker alle sterben. Oh. Genau. Lieber blablabla Woodworker ist in zu einer Halluzination geworden, die langsam sich auflöst. Genau, das passiert jetzt mit jedem erstmal. Und die sind jetzt alle zu Halluzinationen geworden. So. Das heißt, wir haben jetzt Dead Missing. Die sind alle Halluzinationen. Also die sind jetzt alle, die siehst. Die müssten wir theoretisch jetzt begraben irgendwo. Ah, hier läuft der Fluss. Wow, ziemlich schnell sogar. Also ja, es sind, man sieht, jetzt wurden hier Animationen hinzugefügt für den Fluss, dass er fließt. Was auch nett gemacht ist. Gut, wir haben jede Menge Wasser. Hier würde es runtergehen. Wir haben also eine flache Ebene gefunden, was ich sehr gut finde. Okay, schnappen wir uns als erstes mal unseren Citizen. So ein Creature. Und hier sehen wir schon mal, was er alles ist. Er kriegt nämlich Pluspunkte auf bestimmte Sachen. Also Speer. Ja, okay, die Bezeichnung haben sie nicht geändert. Er ist ein. Er hatte von Anfang an plus 5 auf Armor-Using, Bogenschütze, Fighter, Archer, Striker, Kicker, Dodger, Carpenter. Ist er alles schon Stufe 5? Mason, Brewer, Cook, Farmer und so weiter. Record Keeper. Und sogar Student, Observer. Das ist alles sogar Stufe 10 schon. Ja. Gut. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist ihm erstmal alle Aufgaben geben.
Ach ja, Professions, Labor, Mining, Woodcutting. Achso, der macht nur die beiden, okay. Stimmt ja, er kann nicht meinen und Woodcutten gleichzeitig. Trap Setting and Poisoning, Hunting. Animal Trading und Armoring geben wir ihm. Animal Care, Beast Dissection. Health Care brauchen wir nicht, wenn er nämlich verwundet ist, ist es eh aus. Butchery und so weiter. Milking, Shearing, Spinning, Research und so weiter. Ne, Fischen geben wir ihn erstmal nicht. Weil sonst ist er ständig mit Fischen beschäftigt, das wäre auch nicht gut. Jewelry, Engineering, machen wir alles an. Der muss nämlich alle Jobs übernehmen. Architecture, Sorcery, so. Okay, das erste, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist Designation, Chopdown Trees. Machen wir mal hier in der Nähe des Flusses am besten. Und eine Fläche frei. Wo wir nachher anfangen werden, unsere Hütte aufzubauen und alles. So. Die da oben nicht, die bitte removen. Auf die andere Seite des Flusses kommen wir nämlich nicht so leicht. Ohne dass er uns absäuft. So, jetzt lassen wir ihn erstmal Holz hacken. Ein Holzstockpile brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil er der einzige Arbeiter hier ist. Kann er sich auch das Holz aus der freien Natur holen. Und es regnet. Übrigens ist unser Zwerg sehr... unser Hermit ist sehr resistent gegen Tantrums und Moods, also die werden gar nicht passieren können. Dafür sollten wir uns aber in Acht nehmen vor den diseased Leuten hier. Liegen die nicht hier irgendwo noch rum? Oder hat er die jetzt alle im Inventar? Warte mal. View Items, View Units. Ach nee, warte, das war falsch. Z war Status. Ah, machen wir es auf die Albotische Art. Zum Creature. Inventory. Nein, er hat nur eine Copper Battle Axe zurzeit. Also wie ich sagte, er ist nackig. Wir werden trotzdem Gräber bauen müssen. Also Holzsärge irgendwo in eine Grube stopfen. Wo wir die Leute halt einfach begraben. So, das heißt, wir gehen jetzt mal Buildings, Workshops. So, hier sehen wir schon mal einen Unterschied. Es gibt eine Aufteilung, nämlich es gibt jetzt Hermit Workshops, die wir später alle bauen werden müssen. Allem voran der Cloth-Workshop, dass wir eben schnell Kleidung machen können. Aber da, für die ganzen Workshops brauchen wir Holzblöcke. Hausschrein, Weight-Safe, Buff-Hub. Also ja, eine Badewanne, dass er sauber bleibt, weil krank werden kann er doch. Handpump, um Wasser zu bekommen. Training-Dummy, um zu trainieren. Advanced Animal Training, das hier ist outside only, also... Das brauchen wir, um Tiere zu zähmen. Wie ich gesagt habe, er hat einen Touch mit der Nature. Ja. Das erste aber, was wir brauchen, ist auf jeden Fall der Carpenter's Work. Ne, der Block Splitting Block. Wood Splitting Block, genau. Need Blocks. Ja, das ist toll. Wir brauchen einen. Erst einen Carpenter, um dort Holzblöcke zu machen. Wenigstens einen. So, den bauen wir einfach mal hier irgendwo nahe dem Fluss. So, mit Woodlocks. Dann lassen wir jetzt mal fertig das Holz hacken.
Dann baut er uns den Carpenter. Und nachdem er das gemacht hat, machen wir dort einen Block, um den Woodcutting-Block herzustellen. In dem können wir dann nämlich effektiver das Holz zerhacken. Und ich glaube, ich habe ein paar Bäume zu viel. Designation, remove. Ein paar Bäume zu viel eingestellt. So. Jetzt baut er hier den Workshop auf. Sehr schön. Gut, dann geben wir dem Workshop doch gleich mal einen Befehl. Add new task. Jetzt brauchen wir Construct Wooden Blocks. Genau. Schnappt er sich einen Block. Stellt den her. So, jetzt dürften wir laut Stocks einen Block haben. Blocks haben wir 30. Ich will aber Blocks. Mal kurz gucken. Genau, wir haben einen einzigen Block rausgekriegt. Aus einem. Also wurden Planks. Aus einem einzigen Holzstamm. Das ist nicht gerade effektiv. Deswegen brauchen wir den Wooden Splitting Block. Das ist I. Den platzieren wir hier einfach in der Nähe. Der braucht Wooden Planks. Und wir lassen es weiterlaufen. Der trinkt wohl gerade einen Schluck, ja. Wir werden aber auch noch andere Sachen wie die Handpump brauchen, um an Wasser zu kommen. Wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht sicher bin, ob der Hermit Alkohol braucht oder ob ihm auch normales Wasser reicht. So, der Woodcutting-Block ist fertig und der macht jetzt... Naja, er veredelt jetzt erst einmal das Holz, was er gefunden hat. Können wir aber kurz in... TSU Items in Buildings. Genau, Smooth Locks. Aber wir können hier auch sagen, Add New Task... Split Log into Timber Planks. Das machen wir aber erst, wenn er noch ein paar gesäubert hat. Die bleiben nämlich ja alle da drin liegen. Das heißt, er kann sie alle nacheinander zu Planken verarbeiten. Oh, was sind das denn für Tierchen? Korallenschlangen. Okay. Als erstes brauchen wir dann einen Cloth Workshop, also den Hermiten-Style. Okay, die Schlangen scheinen uns schon mal zu ignorieren, was gut ist. Naja, wie ich gesagt habe, der Hermit hat eine Verbindung mit der Natur, der lässt sich nicht so leicht von den Tieren beeindrucken. Also die Tiere haben nicht so viel gegen ihn. So, das dürfte jetzt dann aber langsam mal reichen. Add new task. Split log into timber planks. Repeat. So, das hat er fertig gemacht. Jetzt haut er das Holz, was da drin ist, zu Blöcken. Also zu Planken. Und wie man gleich sehen kann, hoffe ich mal. Das war wieder T. Genau, er kriegt sogar Samen raus. Das heißt, wir können eine kleine Baumfarm anlegen dadurch. Ja, und wenn er Planken sägt, dann gibt es auch noch Sägespäne, die wir nachher zur Asche verbrennen können, um daraus auch etwas herzustellen. Also das ist jetzt sozusagen mal der wichtigste Start, dass wir einen Carpenter haben, dass wir den Woodcutter-Block machen konnten.
Und wie man sehen kann, nehmen die Smooth Locks da unten ab. Und es wird immer mehr Sawdust. Jo. Und so kriegen wir Stocks. Eine ganze Menge Blöcke eigentlich. Ja, wir haben schon über 40 Blöcke da drin rumliegen. Ja, Smooth Wood Planks, seht ihr? Und aus denen können wir jetzt eben Sachen bauen. Sehr viele Sachen. Eine Hütte zum Beispiel und so. Aber das erste Wichtige, was wir brauchen, ist ein Cloth Workshop, bevor er sich den Tod holt. Also. Suspenden wir das hier mal. Oder canceln wir den am besten. Und suspenden den anderen. Das kann er machen, wenn er Freizeit hat. Und bauen jetzt Workshop, den Cloth Workshop, Groß B. Needs Table, needs Throne. Gut. Stimmt, das hatte ich vergessen. Der braucht keine Blocks, der braucht eine Table und einen Throne. Also add new task, Table und add new task, Chair. Oh, und wenn wir schon dabei sind, add new task, Bett. Ja, das nächste Wichtige, was wir machen müssen, sobald wir unsere Cloths haben, ist eine Hütte bauen, damit wir da das Bett drin aufstehen können, dass er einen Schlafplatz hat. Und irgendwann müssen wir uns dann auch um Verteidigung und solche Sachen kümmern. Währenddessen gucke ich mal kurz. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch eine Handpump. Weight Set ist ein Gewichteset, damit er trainieren kann. Ja, braucht Metallbarren. Braucht ein Armor Stand. Bracer, eine Handpump. Oh, ist er schon fertig? Ja. Also bauen. Ein Cloth Workshop. Einfach mal hierhin. Wurden Table, wurden Chair und los geht's. So, den baut er jetzt. Hat er gebaut. Jetzt New Task. Warf Bedroll. Make a Set of Clothing, genau. Das brauchen wir. Warum machst du nichts? Du hast keinen Job. Habe ich dir vergessen, Clothmaking zu geben? Professions, Labor. Hunting related. Healthcare. Crafts. Ah ja. Writing, Toolmaking, Tailoring. Genau, Tailoring, Weaving. Solche Sachen brauchen wir. Tailoring ist ja Schneidern. Das wurde ja umbenannt. Genau, jetzt holt er sich den Cloth. Macht sich daraus jetzt erstmal ein Set of Cloths. Und sobald wir das haben, geben wir gleich mal hier noch einen Tisch und einen Chair in Auftrag. Weil als nächstes brauchen wir einen... Was war es? Ein Tools Workshop? W? Cloth? Ne, Wood Workshop. Wood Workshop. Dass wir eine Schaufel machen können. Hier ist Weaving. Craft Quiver.
Ne, brauchen wir alles nicht. Ich brauche den hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Quatsch. Pipe Section, Wheelbarrow. Wurden. Crate, Cabinet, Door, Casket, Bed. Wurden Armor Stand, Cage, Animal Trap, Bucket. Wurden Blocks, Barrel. Manager. New Order. Coffin. Stoneware Coffin. Porzellan. Bone Coffin. Coffin vom Clay. Construct Gligas. Quas. Okay. Ah ja. Shape Coffin vom Clay und Kaolinit. Set of Clothing. Hast du das jetzt auch an wenigstens? View Units. No Visit Administrations. Imaginary Friend Hermit. Settings. Ah ja, der macht auch die Buchhaltung dann, okay. Gut, ich wollte in sein Inventar gucken. Unit List. Eigentlich mit View Unit müsste das doch gehen. Ja. Inventory. Ja, jetzt hat seht ihr, jetzt hat links und rechts Schuhe, ein Shirt und eine Hose an. Ist also wenigstens schon mal nicht mehr nackig, unser Freund. Und ist nass. Weil es gerade regnet. Oder geregnet hat. Wasser auf der Nase hat er sogar. Gut. Das heißt, nächster Schritt ist Building Workshop. Am besten einen Wood Workshop. Den bauen wir erstmal daneben. So. Denn wir brauchen als nächstes eine Schaufel. Und er hat gerade, glaube ich, den Sawdust eingesammelt. Hä? Oder? Gucken wir mal kurz. Ja, das können wir doch einfach so indem wir drüber fahren. Hä? Nee. T-View Items. Nee, da ist nur Wooden Shared Wooden Table. Wood. Meat Barrel, Plant Barrel, Copper Arrows. Leather Quiver, Leather Backpack, Silkwurf, Cotton Fiber, Cloth und Bag. Cloth haben wir nur noch ein einziges. Nee, da unten ist mehr. Copper Bow, Rope Reed, So, Boot Barrel, Copper Arrows, sehr viele. Ja. Gut, so viel dazu. Ich weiß nicht, wo er jetzt unsere Contents Water Covering. Achso. Ich weiß nicht, wo er jetzt unsere ganzen Wood Blocks hin hat. Rope Seeds Back. Plant Barrel, Copper Arrows, Silk Rope, Bronzespeer. Nö. Weil hier oben hat er ja alles mitgenommen, oder? Ne, da liegt der Back hier. Ah, Tree Acorns, die hat er da rein. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, ja, da ist unser, sind unsere Planks noch alle da. Gut. Gucken wir mal, was können wir alles jetzt in dem Wood-Ding herstellen? Wooden Mechanics? Nee.
Nee, cancel wollte ich das nicht repeaten. Clean Sawdust. Farmed. Cut Farm Tree Sapling. Nee. Das war die falsche Workbench. Können wir dann hier die Schaufel herstellen? Ich weiß, wir können irgendwo eine Schaufel machen. Sword, Buckler, Axe, Barrel. Wooden Blocks, Wooden Bench, ja. Wooden Pump Mechanics. Ah, ich kannte die Hälfte, den halben Text nicht lesen. Wooden Spike, Wooden Splint, Wooden Crutch. Rebarrow Pipe Section. Cage, Buckler, Trainings Axe. Wooden Crutch. Splint, Minecart, nee. Dann machen wir doch mal ein Table und Add New Task. Chair. Oh, was seid ihr denn für welche? Spinnen. Okay, lass mal weiterlaufen. Achso, ist das ein Spinnennest? Bane Spiders, ja. Ja, man sieht, es gibt sehr viele neue Sachen hier. Coral Snake, Dead Missing Pets. Okay, Workshop. Welche könnte es noch sein? Rock Workshop? Needs Throne, okay. Warten wir mal, bis er das gebaut hat. Genau. Und wir sollten vielleicht eine Zone deklarieren mit ihr. So, das ist jetzt unsere neue Meeting Area. So, dann läuft er nicht mehr immer nach da unten. Building Workshop. Jetzt brauche ich den Rock Workshop. Den setze ich einfach mal daneben. Kann gut möglich sein, dass ich den brauche. So, add new task. Rocktip, Knuckle, das Dagger, Mace, Sledgehammer, Spear, Spike, Warhammer. Rocktip Arrows. Also hier könnten wir wirklich Steinpfeile, also mit Steinköpfen basteln. Wenn wir keine Kupferpfeile mehr hätten. Aber das ist auch nicht, was ich suche. Ich dachte echt, das war hier bei Wood. Nether Glass Tree. Building. Workshops. Bone. Bone könnte es noch sein. Screw Press. Nee, von hier oben brauchen wir nicht mehr sehr viel, denke ich mal. Game Lever Plant. Bone könnte es wirklich noch sein. Hermit's Journal. Journal. Training Dummy. Sandier. Natural Shrine. Na gut. Das da. Tisch und Stuhl. Building Workshop, und zwar den Bone Workshop, groß C. So.